people, are you ready? Are you ready? Let's get ready to shuffling, football. Every day I'm shuffling. Die Rebels Cheerleader aus Bremen mit ihren Trainern Jasmin Bielefeld und Alex Riedel. Wo steckt ihr denn, ihr Lieben? Alex, da bist du? Ja. Schon mal ein Mikrofon für dich? Ups, entschuldige bitte. So viele hatten wir, glaube ich, noch nie auf der Fläche. Das ist ein bisschen eng. Aber jetzt lichtet sich das Feld. Ja, lieber Alex, bis Oktober 2017 wart ihr noch bei einer anderen Mannschaft tätig. Fühlt ihr euch wohl in eurer neuen Konstellation? Ja, wir haben uns gut eingelebt, viel Training und jetzt haben wir ein schönes Team da aufgebaut. Ja, und ihr habt euch in 2 Jahren schon zu mehreren Mannschaften zusammengefunden. Wie ist denn das so schnell passiert? Das ist ja schon eine exponentielle Steigerung. Ja, Anfang des Teams haben wir ein Junior-Team gegründet und da sind so viele neue gekommen, das ist unglaublich. Und wir freuen uns auch immer über neue, kann jeder dazukommen. Und was müssen denn neue Menschen mitbringen, die jetzt interessiert sind? Nur Sportlust und Interesse an dem Sport und was Neues kennenlernen. Und wo können die sich melden? Entweder auf unserer Instagram-Seite, auf Facebook oder direkt im Internet. OT Rebels, okay. Cheerleader und ja, da findet man uns. Ja, magst du doch mal unseren Zuschauern erklären, es gibt ja beim Fußball gibt es eine Bundesliga und eine zweite Bundesliga und eine Nationalmannschaft. Wie ist denn das bei den Cheerleadern? Wie ist da die Wettkampf? Ja, da gibt es auch Meisterschaften, da gibt es Landesmeisterschaften, Regionalmeisterschaften und deutsche Meisterschaften und da arbeitet man sich dann auch hoch. Da ist dann auf der Meisterschaft selbst eine Routine, die man dann präsentiert, da ist eine Jury, die bewertet das Ganze und je nach Punkten sieht man dann, ob man weiterkommt oder nicht. Also es fängt auf Kreisebene an und man kann sich dann für die Regionalmannschaft qualifizieren und für die Regionalmeisterschaft, meine ich, und dann für die deutsche Meisterschaft. Ja, genau, so sieht das aus. Und dann immer weiter. Was war das Höchste, was ihr jetzt so erreicht habt? Also letztes Jahr waren wir nur bis zu den Regionalmeisterschaften dabei, aber wir steigern uns wieder hoch. Die deutsche Meisterschaft wird wiederkommen und dann mal sehen, wie weit es noch geht. Darf ich mir da eben dein Mikro klauen? Ich würde gerne die Damen befragen. Wie lange seid ihr denn schon dabei? Ich bin 7 Jahre, mache ich hier die Dinge. Und wie alt bist du jetzt? 13. 13, schon fast dein halbes Leben, Mensch. Ja. Und wie bist du zum Cheerleading gekommen? Durchs Internet einfach. Und ich mache Cheerleading 1,5 Jahre, auch vorher in dem alten Verein. Ja. Und durch den Verein bin ich dann auf den jetzigen aufmerksam geworden. Und was macht Cheerleading für dich aus? Was ist da der besondere Reiz? Also, dass man da Sachen gut, also hin Neues lernen kann und so. Und ja. Und die Bewegung, man kann ganz viel tanzen und sich ausleben. Mhm. Alex, gibt es denn so einen Grundschritt, den jeder Cheerleading-Interessierte mitbringen muss?
nicht unbedingt, aber jeder kann was lernen bei uns und wir können auch Anfänger ganz viele coole Sachen zeigen. Ich habe noch nie Cheerleading gemacht. Was kann ich denn bei euch lernen? Ich bin ja auch Anfänger. Ein Side Launch zum Beispiel. Da stellen sich zwei so gegenüber und dann darfst du hier reinsteigen. Und dann werde ich hochgehoben. Dann wirst du hochgehoben. Davor habe ich jetzt Angst. Ja, das macht nichts. Das wirst du überwinden. Das machen wir jetzt. Ja, das machen wir jetzt. Und du traust dir das zu? Ich bin kein Fliegengewicht. Zu. Ja. Ihr auch? Das kriegen wir alles hin. Ja? Okay, dann probieren wir das jetzt. Ja. Ja. Ich lege mal eben meine Moderationskarte zur Seite. Und dann kriegen wir das schon hin. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich ziehe immer meine Hose hoch, dass das nicht reißt. Ja. Das wäre jetzt unangenehm und stelle mich. Mit dem linken Fuß zu mir hier nach oben. Mit dem linken Fuß, ja? Okay, und dann springe ich auf deinen Oberschenkel. Genau. Rechten Fuß jetzt nach oben. Okay, genau. Eins, zwei und drei. Huch! Eieiei! Und es klappt! Der erste fliegende Moderator bei Bremer Sport TV. Es ist eine wahnsinnige Aussicht von hier oben. Wirklich schön. Und wenn ihr mich jetzt gefahrlos wieder runterlassen wollt, wie geht das? Geben wir den Hand. Ich nehme eure Hände. Daraus springst du jetzt vorne runter. Und dann springe ich runter. Eins, zwei und drei. Hopp! Wow! Das war sehr spannend. Hupsala. Gibt es da eine Gewichtsgrenze? Eine Höchstgrenze? Nee, es gibt eine zu schwache Basis. Okay, wunderbar. Aber kriegen wir alles hoch. Und ihr habt noch eine zweite Performance vorbereitet? Ja, einmal mit nur den Größeren, mit den Älteren. Ja, okay, cool. Und die wollt ihr jetzt tanzen? Das wollen wir jetzt zeigen, genau. Herrlich, dann kann es losgehen. Ich wünsche ganz viel Spaß. Like this dynamite, my